Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video von und mit mir hier auf dem Dave Johnson Spencer Kanal. Ja, ich habe glaube ich vor ein paar Tagen noch in so eine Art Comeback-Video gemacht. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nie vertue und dann die Videos nie vertausche. Ansonsten kommt das vielleicht zuerst und das andere kommt zuerst, je nachdem. Ich benenne manchmal die Titel nie und manchmal ja. Das ist noch der Nachtrag in dieser 3 für 2 Aktion. Ja, das hat sich wirklich gelohnt. 40 Euro für 3 Sachen. Die Serie kostet ja auch im Schnitt immer so 20, 25 Euro. Ja, und dann, wenn ich das mal hochrechne, habe ich dafür noch ein Spiel dazu gekriegt. Bäcker hat was noch mit meiner ganz alten Arbeit oder Lehrzeit zu tun. Ja, wann war denn das? 2098 rum so? Ja. Oder zu meiner Zivi-Zeit, wo ich dann sehr früh aufstehen musste. Je nachdem, bin ich ja immer so der, wie heißt das, Krankentransportfahrer gewesen. So in die Richtung. Ja, und dann bin ich immer halt auch zeitig aufgestanden oder aufgestanden. Und die Serie lief immer bei Sat.1 oder wo lief das noch? Sky oder war es noch Premiere irgendwie? Fun-Serie, irgend sowas, Comedy. Und da lief das immer irgendwie zwischen 2 und 5 Uhr und Sat.1 lief das glaube ich um 1. Kann ich mich jetzt auch nicht mehr so dran erinnern. Ja, und die habe ich dann immer ja, nachts geguckt und fand die Serie doch recht unterhaltsam. Ich möchte jetzt natürlich keinen Vergleich jetzt zu Eine schrecklich nette Familie ja, bringen. Ist aber so, er ist so ein, eigentlich arbeitet er im Labor, hat aber keinen Bock. Sieht die Chance dann als Arzt und ist dann, landet dann in New York in der Bronx. Und ist dann halt dort ein Arzt mit den ganzen ja, Sozialfällen. Man sieht auch ein paar Leute hier, die sollte man vielleicht kennen. Aus den späteren Saison. Shawnee Smith oder hieß die? Ja, fangen wir auch mal an. Wir fangen mal mit dem Spiel an. So, jetzt haben wir MotoGP 17. Gab es jetzt für unter 20 Euro bei Amazon und bei 29 Euro ja, gibt es ja die Versandkosten frei. Das ist ja bei Saturn oder MediaMarkt nicht so. So, packen wir mal aus. Hier haben wir zwar die Linie. Ja, die Aktion war jetzt diesen Monat, was heißt diesen Monat? Wann war das? Im August? Das hat sich ja so überschnitten. Ein paar Sachen, ach nee, die habe ich sogar, habe ich das Spiel jetzt bei Amazon geholt. Weil ich habe auch ein paar Sachen in Saturn und Mediamarkt mitgenommen. Kann sein, dass es jetzt vor dem Video kommt oder nach dem Video. Es war halt ein bisschen, ja, das lief parallel. Bei dem die eine Aktion lief, glaube ich, Montag an oder Mittwoch an. Und die andere lief dann irgendwie auch parallel dann. Auch dazwischen. Es war so ein Durcheinander, dass ich dann selber gar nicht mehr gewusst habe, wo ich welche Sachen geholt habe. So sieht ein Disc aus. Schauen wir uns mal die Daten an. 12 GB, 1 bis 2 Spieler, Netzwerkfunktionen. Ist ja dieses offizielle Spiel. Der 18er Teil kommt ja auch bald. Ist ja jetzt wieder so wie bei den anderen Spielen, die kommen ja immer mitten in der Saison oder mitten im Mitte des Jahres. Ja. So. Ansonsten recht gute Serie. Ja, bis es wird immer bloß, gibt es immer Update, 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 Update. Ja. So, dann haben wir Lass Lachen ist die beste Medizin, ja, bei dem Job, was er manchmal hat. Ist die erste Staffel, die wurde jetzt von Koch Media vertrieben, hat ganz, 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 ganz lange gedauert. Sind alle Folgen drauf, 8 Stunden, ja, und das normale Format. Hier sieht man die ganzen Sachen, gab es mal auch als Videokassette. Cheers dürfte eigentlich so gut wie jeder kennen. Falls jemand die Folgen von den Simpsons kennt, gibt es ja diese New York Folge, wo der Humor dann in die Cheers Bar geht. Aha, von dem Macher von King of Queens. Oh. Ist bei uns, glaube ich, ach so, bei Onyx TV lief das auch mal. Oder Onyx HD lief das auch mal im Abendprogramm.
hier ungekürzt, ohne Werbung, lief einfach so. Der Sender war ja morgisch früher mal mein Lieblingssender, was Ellen anging. Jetzt ist das, ja, jetzt kommt da irgendwie nur noch Schnulli. Das lief ja auch mal bei, ja, glaube ich, Comedy Central. Aha, ne, wozu gibt es hier den Schuh? Ist doch in der diese Box hier. Schauen wir kurz rein. Oh, jemals besser gelöst. Hier sind, glaube ich, die ganzen Episoden. Ja, ich hätte jetzt natürlich so ein kleines Mini-Booklet gehabt. Aber besser ist das, als wenn die Disc, so sind die Discs eigentlich am besten gelagert. Als wenn die jetzt in solchen, ja, ihr kennt diese komischen Super-Joule-Dinger, wo dann hier unten die Ecken abbrechen. Gibt es ja diese Billigboxen, wo dann sechs übereinander sind. Mich wundert, dass hier das, also gut, die Serie ist ja jetzt keine Serie, wo dann hier die Folgen 50 Minuten gehen, wie bei richtigen Dramaserien, sondern sind halt Sitcom-Folgen zwischen 20 und 25 Minuten. Jedenfalls eine recht coole Serie, habe ich jetzt eine lange Zeit gewartet, gab es mal wirklich für 30 Euro eine Weile. Ja, und jetzt habe ich zu dieser gegriffen. Gab es jetzt auch wirklich mal in diesen Angebotsrhythmus. So, hier ist die zweite Staffel. Die Darstellerin, ja, irgendwann mal verschwindet die, dann wird dann durch eine andere ersetzt. Aber ehrlich gesagt, den Kollegen habe ich schon, die zwei habe ich dann irgendwie nirgendwo mehr, die habe ich glaube ich schon in einer anderen Serie gesehen, aber ihn, den, sie kennt man ja, Shawnee Smith, aus den Sorteilen. Das hat mich dann ein bisschen gewundert. Das lief, glaube ich, parallel. Oh ja, ne? Die Saw-Reihe fing ja, glaube ich, 2003 an oder 4. Und die Serie lief, war ja schon langsam am Abklingen. Bei 2004 die fünfte oder sechste Staffel, es gab ja recht viele Staffeln. Aber einige Staffeln wurden dann überhaupt nicht mehr nachgereicht von Sat.1. Und deswegen war dann die Serie irgendwie, das ist wieder der Pappschuber. 24 Folgen, ach, hier sind 12 Folgen mehr, deswegen auch 50 Minuten länger. Ja, so sieht sie normal aus. Ah, ich denke mal, das ist diese UK-Fassung. Da sind dann andere Bilder drauf. Ein anderes Cover, sagen wir so. Ja. Hier sind die ganzen Folgen. Was steht denn hier oben diesmal? Er ist auch nur menschlich, manchmal. Ja, der ist so, so richtiger Zyniker und ja, ich mag diesen Humor. So richtig, so bin ich ja eigentlich auch. Manchmal, wenn mir was auf die Eier geht, dann kommt immer so eine kleine Seitenhieb von mir. Ab und zu mal kommt das auch bei mir im Video. Ja, wenn es um gewisse Leute geht, die ein bisschen, ja, so die Arschlochrolle machen. In manchen Serien oder in den Kommentaren. Ja, das war jetzt die letzte Ausbeute von dieser 3 für 2 Aktion. Mal sehen, entweder kommt das Video davor oder danach. Sagt mir eure Meinung zu der Serie, kennt ihr die? Ich denke mal, die ist auch schon ein bisschen alt. Kommt immer drauf an, in welchem Alter ihr seid. Manche Serien laufen noch irgendwo anders, keine Ahnung. Ja, das soll es gewesen sein. Viel Spaß mit meinen anderen Videos. Ich hole jetzt noch viele, viele Sachen nach. Weil jetzt bin ich wieder fit. Wobei ich bald wieder Urlaub mache. Meinen Jahresurlaub muss ich ja auch noch aufbrauchen, obwohl ich ja selbst mein Chef bin. Ist aber egal. Ja, das soll es gewesen sein. Sagt mir eure Meinung, sagt mir eure Ausbeute. Was habt ihr geholt? Wo habt ihr das geholt? Kauft es lieber online oder kauft es lieber im Geschäft? Je nachdem, wie es im Angebot ist. Das soll es wirklich jetzt gewesen sein. Viel Spaß noch und bis später.